Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über die drei Entrückungen in der Bibel. Und so, ich möchte einfach mal dieses Thema genauer beleuchten, die drei Entrückungen in der Bibel. Und ich möchte das Augenmerk setzen auf Offenbarung 20, Vers 6. Offenbarung 20, Vers 6. Und hier steht geschrieben: Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen war gegeben das Gericht und die Seelen der Enthaupteten um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebeten hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese lebten und regierten mit Christo 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Und so in der Bibel steht, es gibt die erste Auferstehung. Und in Vers 6 steht: Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein mit ihrem Regierten. Mit ihm regieren 1000 Jahre. Und so, ich habe hier meinen Zahlenstrahl gemacht, oder meinen Zeitstrahl von der, ich sage jetzt mal, von der Kreuzigung von Jesus Christus bis hin zur Ewigkeit. Und so, wir müssen eines ganz wichtig verstehen. Der Tod, wenn das kann der lebendige Tod sein, aber in diesem Fall, in Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und so, wenn ein Mensch in der ersten Auferstehung ist, er wird kein Teil haben an diesem Tod. Also er muss niemals sich Gedanken machen, dass er in den feurigen Pfuhl geht. Und so, mir ist ganz wichtig, dass jemand versteht, es gibt eine Auferstehung. Und diese Auferstehung hat, was man nennt, es ist kein Wort, was in der Bibel so vorkommt, aber es ist ein Begriff, den wir nennen, und das sind Entrückungen. Es gibt drei Entrückungen in der Bibel. Und die möchten wir zusammen anschauen. Die sind nicht dieselben. Nur weil das Wort Entrückung vorkommt, heißt es nicht immer, dass das auch hinweist auf, was wir alle kennen, die Entrückung der Gemeinde. Aber wir kommen darauf. Und zwar möchte ich unser Augenmerk richten zuerst zu 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Und da steht in der Bibel geschrieben, in 1. Korinther 15, Vers 23. 1. Korinther 15, Vers 23 in der Bibel steht: Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich und dem Vater überantwortet wird, wenn er aufhören wird, alle Herrschaften, alle Übrigkeiten und Gewalt. Er muss aber herrschen, bis das alle seine Feinde unter seine Füße legen. Also wir haben hier drei Entrückungen. Wir haben die Erstlinge, oder der Erstling, dann nachher die Christus angehören, und dann auch das Ende, wenn das Reich Gottes dem Vater überantworten wird. So, wir haben drei Entrückungen. Und ich nenne es die erste in die frühe Ernte oder die Erstlinge, und das sind eigentlich die alttestamentlichen Heiligen. Wir werden gleich dazu kommen, wo das steht und was da genau passiert ist. Das zweite ist die Gemeinde. Die Gemeindeheiligen. Gemeindeheiligen. Und dann ist, was wir, und das da, gerade im deutschsprachigen Raum wenige Menschen wissen, und das sind die Trübsalheilige. Trübsalheilige. Auch die Trübsalheilige werden entrückt, und zwar vor dem zweiten Kommen. Und das möchte ich ganz kurz einzeichnen. Dieser Punkt hier ist, was wir nennen, das zweite Kommen von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Das ist das zweite Kommen. Und so, wir haben drei Entrückungen. Und wir möchten zu Matthäus 27, Vers 50 gehen. Matthäus 27, Vers 50. Und das ist wichtig, dass ein von neuem geborener Christ die auseinanderhalten können. Dann sagst du, ja, brauche ich das zu wissen? Das ist nicht, was ich vielleicht, was mich interessiert. Das solltest du wissen. Warum solltest du es wissen? Weil wenn du das nicht weißt, dann machst du immer den Fehler, dass du lehrmäßig die Dinge falsch unterscheidest. Und die Bibel sagt in 2. Timotheus 2, Vers 15: Befleiße dich, Gott zu erzeigen, einen rechtschaffenen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht: Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre. Und so, wir müssen Lehre gut unterscheiden. Matthäus 27, Vers 50. Und hier steht etwas, was viele Menschen nicht wissen. Aber da steht: Aber Jesus schrie einmal laut und verschied.
Und siehe, als er gestorben ist, als alles vollbracht war, Vers 51, und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und stunden auf wie Leiber der Heiligen. Na, wer ist das? Na, Abraham, Mose, David, Salomon, ja, die da schliefen und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ja, er kommt zu Epheser, ganz schnell, Epheser. Epheser, und ich habe diese Stelle nicht vorbereitet, aber ich sage es euch ganz schnell. Ich meine, es ist in Epheser 4. Epheser 4, Vers 8. Und hier steht geschrieben, dann spricht er, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Und so was passierte hier, Jesus Christus, na, lass uns das in blau machen. Ja. Ja. Jesus Christus ist nach unten gegangen, als er starb. Und ist, wo wir nennen, was wir nannten, in Abrahams Schoß gegangen. Abrahams Schoß. Und als er in Abrahams Schoß war, was Epheser das Gefängnis nannte, Gefängnis, ja, das ist in Epheser 4, Vers 8, er hat das genommen, hat das quasi eingepackt und hat es mit sich nach oben geführt. Wir wissen, Jesus Christus ist 40 Tage auf dieser Erde gewandelt und dann ist er entrückt worden. Mit wem? Mit den alttestamentlichen Heiligen. Die alttestamentlichen Heiligen wurden hier, und ich nenne die Stellen, Matthäus, und ich tue es nur abkürzen, Matthäus 27, Vers 51 bis 53 und natürlich Apostelgeschichte 1, wo Jesus Christus entrückt ist. Und so, da haben wir die Entrückung. Das ist eine Entrückung, Jesus Christus. Vergesst nicht, was hat 1. Korinther 15 gesagt? Der Erstling Christus. Und so, er führte mit sich die alttestamentlichen Heiligen. Das ist die erste Entrückung. Die erste. Und die zweite Entrückung lesen wir in 1. Thessaloniker 4, Vers 13. 1. Thessaloniker 4, Kapitel 4, Vers 13. Und hier ist... Das war noch einfach. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Aber 1. Thessaloniker 4. Und ich muss den Zuschauer ganz gut, dass er ganz gut aufpasst. 1. Thessaloniker 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Denn auch wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denen selbigen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und so, was wir hier sehen, ist, dass die Gemeinde entrückt wird. Und wir haben die Stelle in 1. Thessaloniker 4, Vers 13 bis 18. Nun, ganz wichtig, hier, und das, ich mache hier ein paar Notizen hin, Jesus ist in den Wolken. Amen. Die Gemeinde oder die Heiligen gehen dem Herrn entgegen. Ganz wichtig, da gibt es ein kleines Wort, entgegen. Die Heiligen gehen entgegen. Ja. Vers 17. Dann auch wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden, den Herrn in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und so, wir kommen zu 1. Korinther 15. Das ist die zweite Stelle, die über das spricht. 1. Korinther 15, Vers 51
bis 58. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 58. Hier ist die Stimme des Gläubigen, ein Dienst der bibeltreuen Baptistengemeinde. Wir sind Baptisten und wir glauben, wir sind eine bibelgläubige Gemeinde. Wir gehen zuerst und schauen, was sagt Gottes Wort. Und so, was sagt die Bibel? 1. Korinther 15, Vers 51. Die Bibel sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Und die Bibel sagt, es ist ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Aha. Und dasselbe geht plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Ja, wenn aber dies Verwesliche wird anziehen das Unverwesliche und die Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Und so, was wir hier sehen, ist, die Gemeinde geht in der Hauptlese dem Herrn entgegen in der Luft und wird entrückt. Wir kriegen einen neuen Leib. Und jetzt kommen wir zu der Nachlese. Zu der Nachlese. Ja, und das ist in Offenbarung 16, Vers 15. Ja, Offenbarung 16, Vers 15. Kommt zu Offenbarung, Kapitel 16, Vers 15. Und ich schreibe das hin gleich hier. Die dritte. Und hier haben wir Offenbarung 16, Vers 15. Offenbarung 16, Vers 15, und die Bibel sagt hier, und er sprach zu mir, Vers 15, Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Und so die Leute sagen, das ist doch genau, was steht in 1. Thessalonicher 5. Ja, lass uns weiterlesen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wachet und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Kommt zur zweiten Stelle, ganz wichtig. Matthäus 24, und das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass es hier noch eine zweite Stelle gibt. Matthäus 24, für diejenigen, die das vielleicht nicht so klar war. Matthäus 24, Vers 29 bis Vers 31. Matthäus 24, Vers 29. Und man merkt, ein guter Student von Gottes Wort ist jemand, der in der Bibel studiert. Hier ein wenig, da ein wenig. Er geht hier ein bisschen, da ein bisschen. Jesaja 28. Und so Matthäus 24, Vers 29 steht geschrieben, bald aber nach der Trübsal. Aha. Bald aber nach der Trübsal. In derselbigen Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns im Himmel. Und alsdann werden alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie sehen ihn kommen. Merke dir, in der zweiten Entrückung, niemand sieht Jesus Christus kommen. Niemand. Und jetzt kommt's. Und so, man sagt Wolken. Ja, hast du nicht gesagt Wolken? Ja. Jetzt kommt zu Vers 31. Und er, Jesus Christus, wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Es wird nicht die letzte Posaune erscheinen, sondern die hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden. Von einem Ende des Himmels zum anderen. So, was heißt das? Hier, Jesus holt seine Gemeinde. Aber die Trübsalheiligen werden geholt von den Engel. Die Engel sammeln die Heiligen. Das ist interessant. So, hier ist, die Heiligen gehen entgegen in der Luft. Hier haben wir, die Engel sammeln die Heiligen. Das ist nicht dasselbe. Nur weil es ähnlich ausschaut, ja, sie sind, ja, hier, Jesus ist in den Wolken. Und man könnte gleich denken, das ist doch dasselbe. Nein, weil hier Jesus schickt seine Engel, schickt, ich muss vielleicht hier noch dazu schreiben, schickt seine Engel, um die Heiligen zu sammeln. Und so, nur weil zwei Dinge ähnlich ausschauen, ist es noch lange nicht dasselbe. Ja? Und so, vielleicht noch eine Stelle in Offenbarung, ich glaube, es ist Kapitel 14. Kapitel 14.
Genau, Vers 14. Offenbarung 14, Vers 14. Die Bibel sagt, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke sitzen einer, der gleich war eines Menschensohn. Notiere, es ist gleich. Er ist nicht des Menschensohn. Er sieht gleich aus. Der gleich war eines Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, schlage an mit deiner Sichel und ernte. Das ist nicht Jesus Christus, weil ein Engel würde niemals Jesus Christus sagen, was er zu tun hat. Denn die Zeit zu ernten ist kommen, denn die Ernte der Erde ist Dürre worden. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit einer Sichel an die Erde und die Erde ward geerntet. Ja? Und so, die Ernte wird geerntet, sie werden sammeln. Ja? Nochmal zurück zu Matthäus 24. Nochmal zurück zu Matthäus 24. Aber wir machen einfach Schrift mit Schrift. Und ich habe kein Problem, dass jeder sagt, ja, aber, ja. Vers 30, lassen wir erscheinen das Zeichen des Menschensohns im Himmel. Das heißt, was wir hier haben, ist nicht hier, wie Jesus ist in den Wolken. Hier eigentlich, wir haben eine Erscheinung. Ich muss das vielleicht noch hinschreiben. Hier, wir haben eine Erscheinung. Erscheinung. Und so nur weil zwei Dinge ähnlich aussehen, und ich mache das Wort weg, weil sonst wird es ein bisschen kompliziert, Jesus in den Wolken, Erscheinung. Es ist eine Erscheinung. Amen. Und so, wir müssen verstehen, dass die Bibel ist unser Richter und nichts anderes. Und so, wenn man möchte das wirklich haben, man kann die Wahrheit bekommen. Tut mir leid, am Schluss ist das Licht ausgegangen, aber ihr seht, das ist live. Es wird live aufgenommen. Und ich hoffe, es ist ein Segen. Als Schlussfolgerung kann ich nur sagen, Gott ist wahrhaftig und der Mensch ist falsch. Wenn man gelehrt wird, dass diese Entrückung hier und diese Entrückung dasselbe ist, das ist falsch. Die Bibel sagt, es sind zwei unterschiedliche. Es gibt drei. Und das macht die erste Auferstehung. Selig bist du, wenn du in dieser ersten Auferstehung bist. So, das Ziel sollte sein, dass du dich jetzt bekehrst. Werde von Neuem geboren. Nimm Jesus Christus auf, glaube an ihn und du musst niemals Angst haben, in einen vorigen Pfuhl zu gehen. Amen. Ich danke für das Zuschauen und ich hoffe, es ist ein Segen. Kommentare sind gerne willkommen. Ich beantworte sie. Und natürlich auch sonst eine E-Mail schreiben an prediger@stimmedesgläubigen.de. prediger@stimmedesgläubigen.de. Da werden alle Fragen gerne beantwortet. Ich wünsche allen einen schönen Tag und eine schöne Woche.